So. Toller. Danke, ihr beiden. Und nein, heute ist leider kein Versuch. Wir können es aber für nächste Woche Sonntag einplanen. Also da definitiv, da ist wieder Together Stream. Da können wir es definitiv einplanen. Sofern ihr da abends dann alle Zeit habt. Ansonsten vielleicht auch in der Woche irgendwann. Bisher, außer morgen, habe ich glaube ich keine Termine. Bisher. いかにもって雰囲気だよな。この中にするとか隠れているのか。気をつけて。精霊力がざわついてる感じがする。なんか変だよ、ここ。いつも思うけど、よくわかるよな。やっぱり精霊術使える、おかげなのか。私にはそこまでわからない。ダナの血が関係しているのかもしれないな。キューハリム。失敬。 悪気はなかった。気づかれているかもしれない。みんな油断はするなよ。雰囲気が変わった。油断するな。Dann machen wir es danach, Iron. Dann machen wir es nach 19 Uhr. Weil von 18 bis 19:30 haben wir ja geholfet. Und dann machen wir Phasmo danach. Wäre doch eine Idee, oder? So rein theoretisch. Wenn alle damit einverstanden sind. Nee. Jo, super. Hm. Siehst du, dann haben wir doch wenigstens dafür das Mandat. Natürlich vorausgesetzt, dass wirklich nichts dazwischen kommt. Wie es aussieht, steht dieser Aufzug still. Verdammt, was haben die Renier bloß damit gemacht? Wir kommen hier nicht weiter, wenn wir keinen Weg drumherum finden. Warum schauen wir uns nicht mal um, ob wir was Nützliches finden? Eine weise Idee. Vielleicht finden wir einen anderen Weg nach unten. Bist du auch einverstanden, Shion? Klar. So. Hier ist einmal was. Na gut, nehmen wir nicht mit. Da voll. Aber schadet nicht, da können wir was, das wann anders mitnehmen. What? Jeder andere wäre jetzt gestorben. Durchgucken, ob man da irgendwie schneller runterkommt. Aber scheinbar nicht. So. Oh Gott. Autschi. Autschi. あの決心、致命傷になりかねない。それを防ぐのが私。
Geht schon wieder rund hier. Level 26, sehr schön. Okay, aber ich würde gerne erstmal in diese Richtung gucken. Und das da würde ich auch gerne erstmal mitnehmen. Hallo, ihr süßen kleinen Flugviecher. Gitarre ist auch umgestiegen. Was ist das? Okay. Manche will man einfach nicht wissen. Hier ist ein Schwein. Eine Couch, die hier völlig fehl am Platz aussieht. Wurde sie von einem Lord aufgestellt? Ja, sieht zumindest aus, als wenn hier jemand wohnen würde, ne? Eine Sammlung alter Versuchsgeräte. Jemand hat Erinnerungsstücke aufbewahrt. Und Geld. Jede Menge. Eine Literatursammlung über Astral Arts aus verschiedenen Forschungsbereichen. Also sieht zumindest aus, als hätte sich hier jemand wohnlich eingerichtet. Warte mal. Ja, ich neige schon wieder dazu, was zu ändern. Manchmal sehe ich meine Katzen. Ui, wieso das denn? Wobei, ich hasse meine Katzen manchmal auch. Das kommt selten vor, aber... Manchmal ist es dann doch so. Die habe ich ihn jetzt auch mal umändern. Das ist am schlimmsten, ey. Durften eben die Küche trockenlegen. Die haben den Brunnen umgestoßen. Oh nein. Wir hatten auch mal so einen Trinkbrunnen. Den haben sie auch umgeschmissen. Fast durchgehend. Deswegen haben wir ihn nicht mehr. Beziehungsweise haben schon, aber wir stellen ihn nicht mehr auf. Ja, sieht schon nett aus, ne?
Ja, ich kann es nicht lassen, was zu ändern. Mein Gott. Für die Schüsse stehen haben, wäre ich den ganzen Tag am Wischen. Der Brunnen lag jetzt das dritte Mal. Ich hab den jetzt über 6 Monate. Oh, unsere schmeißen sie, meine ich, nicht um. Den Brunnen schon. Was ich auch sehr, sehr weird fand. Es geht gleich weiter, keine Angst. Ich neige jetzt gerade nur schon mal wieder dazu, es zu ändern. Er gefällt mir so. Tada. Also ziehen tut unser einer auch. Aber selten, dass es umkippt. Dann haben wir einen Kater, der legt sich die ganze Zeit vor. Und dann haben wir einen, also der dritte Kater, der will da gar nicht draus trinken. Der will lieber aus der Badewanne oder also aus dem, direkt aus dem Wasserhahn trinken. Wie ich mir auch immer denke, okay. Nett. Hey. Okay. Dritten UG und vierten UG. Dann aber dahin, bitte. Und lass mich raten, den zweiten müssen wir. Sag mal ganz kurz. Die haben sich wieder einmal verrutscht. Wie gesagt, ich gehe von aus, den zweiten müssen wir. Ach du grüne Nana. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Nehmen das aber kurz mit. Dann gehen wir hier entlang. Nett. So, hier ist nichts mehr. Nein, 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 nein. Hier ist das Küche wieder gewischt. Vielleicht wollten dir deine Katzen auch einfach nur auf eine freundliche Weise hinweisen, dass du mal wieder die Küche wischen solltest. Vielleicht wollten sie dir einfach nur einen Gefallen tun. Schönen Gruß an alle von meiner Mutti. Lieben Gruß an deine Mutti zurück, Aaron. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank. Es handelt sich um Überreste von Maschinen ohne erkennbaren Zweck, längst inaktiv. Nett. Oh, mein Schlupfen. Dann sollen die weniger ihr Futter verteilen, dann ist das auch so sauber. Ja, aber, ne? Warum sollten sie es sauber halten, wenn sie doch Putzfrauen haben? Also, sie haben doch Personal. Warum sollten die Katzen dann darauf achten, dass es sauber bleibt?
Das wäre ja ganz, völlig gegen der Natur der Katzen. So sind Katzen einfach nicht. Ja, das kann ich. Katzen denken sich... Yo, Sklave, komm her, mach mal. Nehmen wir doch nicht die Illusion. Ja, aber es ist doch leider so. Ich liebe Katzen über alles, aber was das angeht, ist es halt doch echt. Es sind Dieben. Also, ne? Sie sind die Herrscher. Da geht kein Weg dran vorbei. Ich glaube, meine Karte denkt nicht mal. Das Gefühl habe ich bei einem von Karte auch. Der denkt, glaube ich, auch nicht nach. Der macht einfach. Er denkt nicht nach. Er tut's einfach. Komm mal, was da wolle. Ach, das ist jetzt blöd. Lecker. Das gab viele, viele Objekte. Ich brauche die halt zum Schmieden, ne? Von verdächtigen Kassengeräten, die gerade groß genug sind, um eine Person zu umschließen. Wer, glaube ich, gleich aufs Sofa, wenn er noch etwas auf 9 spielen. Mach das, Iron. Ich freue mich, wenn wir irgendwann mal bei FF9 sind. Da freue ich mich echt drauf. Den Teil habe ich ja nie zu Ende gespielt. Leider. Ich weiß auch nicht, wie weit ich gekommen bin tatsächlich. Ich glaube zwar, dass ich kurz vorm Ende war, aber... ich weiß es nicht. Diese Behälter erinnern mich übrigens ein bisschen an FF7. Also nur so ein bisschen. Rosa kommt sich jetzt entschuldigen. Kuscheln. Ja, mit Kuscheln kann man alles entschuldigen. Nee, mal kurz sagen, wir haben Ähnlichkeit. Ja, genau an die. Es ist halt wirklich nur so eine leichte Ähnlichkeit. Aber es fällt halt auf, ne? Anschalten. Was du hält jetzt im ersten OG? Nur noch nicht im zweiten.
Christeltier? Was sind denn Christeltiere? Hast du gerade echt noch überlegt zu springen? Nein! Wie kommst du denn darauf? War doch nicht am Überlegen zu springen. Nein, überhaupt nicht. Wäre ja schon blöd, wenn ihr auf diese Idee kommen würde, da runter zu springen. Nein, nein, wirklich nicht. Ah, hier spiele ich jetzt. Ah, jetzt spiele ich Kisara. Okay. So, machen wir das wenigstens einmal geheilt. Ich hol mir jetzt doch einmal ganz kurz meine Decke. Ist doch etwas kalt hier. So, in 3 Jahren habe ich es auch fertig. So, aufpassen, dass ich nicht festfahre. Dann mache ich es selten nochmal ein bisschen dunkler. Jetzt ist nochmal ein bisschen gemütlicher. Perfekt. Jetzt sitze ich hoffentlich irgendwann auch mal perfekt. Eine Echsenflosse. Okay. Sonst ist sie aber nichts in dem Gang. Schade.
Boah, diese Dinger sind aber echt nicht leicht zu bekämpfen. Hab ich hier noch was zum Verteilen? Ich glaube nicht. Hier ist noch was. So, damit hätte ich das fertig. Hätte ich was? Okay. Magietunika. Ich glaube für Rindel, oder? Nee. 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 Ah, hier. Okay. Sehr schön. So, und ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt runterspringen. Wir finden eine Lösung. Ja, etwas blöd jetzt, aber egal. Ja. Und ich glaube, dass jetzt gleich ein Boss kommt. Wenn da ein Speicherpunkt ist, kommt für gewöhnlich direkt danach ein Boss. Lässt in der Regel nicht lange auf sich warten. するとどころか手下も見当たらない。どういうことだ。どこかに隠し部屋でもあるんじゃないかしら。いや、さっきから気になってたんだが、そもそも、しばらく人がいた様子がない。逃げたというより、初めから放棄されていたみたいだ。それって危ない。考えるのは後だ。こいつを倒すぞ。 Habe sie gesagt? Genau. Ah. Naja. Hi. Ich finde es so erschreckend, wie viel Leben der plötzlich verliert. Der erste stärkere Gegner, der anscheinend wieder viel Leben verliert. Unheimlich. Naja. Aber ich komme mir noch nicht zu früh. Ich kann auch noch drauf gehen. Hm?
Jo, wir haben es auf jeden Fall zu einer Errungenschaft gepecht. Aber Shion oder Kissara, irgendeiner danke. Ich wollte gerade sagen, irgendeiner sollte mich bitte heilen und am besten wieder wiederbeleben. Aber das kann ich einmal schnell machen. Danke, Mappa. Jetzt hat er wieder Schimmer an den Beinen. Die Fähigkeit ist aber echt cool. Weil wenn er das Zeug dann in den Beinen hat, kann er sich nämlich nicht bewegen. Und muss an einer Stelle stehen bleiben. Das ist nämlich die Booster-Fähigkeit von Dua Lin. Aha. Oh, jetzt ruft er hier seine Kumpels. Und ich wundere mich nur, warum der einfach ist. Scheiße, das war voll doof. Heil mich. Wenn mich übrigens einer fragt, ob ich noch was sehe, nein, tue ich nicht. Ich drücke eigentlich nur noch Tasten. Erkennen und sehen tue ich kaum noch was. Nein. Das scheint zu klappen. Sag das aber nicht. Sag das erst, wenn es soweit ist und wir ihn tot haben. Wenn der Tod in der Ecke liegt, dann darfst du es sagen. Ich kann leider gerade nicht Shion die Wahl überlassen, ob sie mich heilt. Ich komme noch nicht mal mit dem Heilen hinterher. Ich kann also erstmal nicht bewegen. Okay, jetzt muss ich aber mal warten. Nee, sollte ich nicht. Ich sollte am besten nicht warten. Der Große nimmt Schaden, ja. Er nimmt sogar eigentlich relativ viel Schaden. Mehr als die anderen Bosse, die wir bisher bekämpft haben. Er ist halt so sehr stark. Und dazu hat er hier noch seine kleinen Helferleinchen. Wer von euch kam auf die blöde Idee, jetzt ein High-Item zu nehmen? Ja, ihn kann ich jetzt gerade nicht wiederbeleben. Die Zeit habe ich gerade nicht. Vor allem, weil ich gerade auch schon wieder am Boden liege. Ich hasse es um können. Alter, komm schon.
Okay, ich muss erstmal. Den jetzt auffüllen. Okay, den Kampf dürfen wir nochmal für vorn machen. Strong to live, the weakness to hide.